Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der auf die Graven Stones. In der vergangenen Folge haben wir. Na, wann wird das geladen? Dauert echt ganz schön lange, ne? Gut, aber damit hat die letzte Folge gar nichts zu tun gehabt, sondern eher mit dem Verhandlungsraum hier. Den haben wir in der vergangenen Folge schon mal langsam angefangen einzurichten. Ich schätze mal, wir bekommen den heute vielleicht sogar fertig. Also schön wäre es auf jeden Fall. Kleiner Spoiler auf jeden Fall, was jetzt die Einrichtung betrifft, beziehungsweise die Decke. Es wird nicht die gleiche, auch wenn die echt total schön ist mit den Lagerfeuern, aber ich werde hier dann doch mit Stufen reingehen. Ich meine, klar, diese Balken kann ich dann trotzdem reinziehen, aber statt den Lagerfeuern wird es dann da Stufen geben. Oder vielleicht sogar ganze Blöcke, ich weiß es noch nicht so genau. Das hat auf jeden Fall mit anderen Dingen zu tun, die wir dann auch noch angehen. Okay, die Tasche ist voll. Oh, ich hätte eigentlich die Kühe nochmal wieder bei Gelegenheit füttern sollen. Ja, ich hatte offscreen schon mal angefangen, die Kühe so ein bisschen zu vermehren, aber nicht viel. Ich hatte bloß jetzt einmal gefüttert. Ich kam noch nicht zu mehr. Ja, warum habe ich jetzt die Leine in der Tasche? Habe ich das Pferd irgendwo vergessen? Beziehungsweise vergessen anzuleihen? Oder von wo kamen die. Ach nee, das war ja die. Das war die Leine vom Lama, oder? Pferdchen ist angebunden. Ja, ich weiß. Okay, ja, nee, dann kann die Leine ja letztendlich da bleiben. Okay. Dann machen wir nochmal Guck. So, ein bisschen Looky Looky. Womit machen wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen, vielleicht, ja, mit dieser Seite hier. Das ist nämlich die Seite, wo ich mir noch am meisten überlegen muss. Bei den anderen ist es ja eigentlich schon relativ klar. Hier kommt ja der Baum hin, mit vielleicht ein bisschen Fass und so. Und hier ja letztendlich die Karte. Ja, wobei, wenn ich hier den Baum hinsetze, dann würde ich hier auch ganz gerne was anderes hinklatschen. Was ich sonst eher hier hingesetzt hätte. Ah, na toll. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir brauchen vielleicht wieder ein paar Bücherregale. Bücherus von Regalus. Dankeschön. Da haben wir vier. Ne, drei Erhöhe. Okay. Könnte man hier rein theoretisch auch machen. Dass wir dann da einfach drei runterziehen und hier einfach drei runterziehen. Ja, fertig eingerichtet. Nein, natürlich nicht. So schnell geht das mir auch wieder nicht. Okay, dann vielleicht nochmal ein bisschen davon. Habe ich noch Erde auf Tasche? Na, leider nicht. Habe ich hier welche drin? Ja. Ihr kennt sie ja, die füllende Erde. Hokus Pokus Erdus Füllus. So. Ein dorthin und ein hier. Das gleich hier nochmal. So. Und dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier vorne aus Trippen so ein kleines Tischchen dran setzen. Zack. Ja, das könnte man natürlich auf beiden einen kleinen Blumentopf vielleicht draufstellen, wenn man möchte. Also. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und. Was setzen wir dann dahin? Was für eine Pflanze? Naja, vielleicht. Wobei, nee, zwei Birken habe ich schon da, ne? Dann sollte ich da vielleicht kleiner rangehen. Vielleicht mit zwei Porzellansternchen. Ich habe es gehört, ich gehe gleich schlafen, keine Angst. So. Zwei Blumentöpfe. Zwei Sterne. Okay, und jetzt Bett haben wir da hinten. Wunderbar. Na, Tür zu. Gut. Na, ich habe nämlich noch was Kleines überlegt, was wir noch machen könnten. Beziehungsweise, was habe ich mir nicht. Na, das habe ich mir tatsächlich nicht überlegt. Das stand in den Kommentaren. Ich glaube, Wolle Wupp hat das geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, das war so.
hat was mit dem Dachboden hier zu tun. Also derjenige, der es geschrieben hat in den Kommentaren, wird es mit Sicherheit wissen. Oder alle, die die Kommentare soweit mitverfolgen. Gut, dann hätte ich vielleicht nochmal ganz gerne eine Truhe, aber eine einfache. Für mehr ist da letztendlich auch nicht wirklich Platz. Ich meine, klar, wir haben da einen Dreier-Zwischenraum, aber naja. Das passt schon so, wie es ist. Da könnte man sich hier vor theoretisch so einen Teppich legen, oder? Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde den Raum sogar komplett Teppich freilassen, dass der keinen Teppich bekommt. Aber ich hätte ganz gerne nochmal mehr davon. Einen in diese Ecke und einen in diese Ecke. Ich meine, habe ich hier letztendlich auch bei den Regalen. Beziehungsweise auf dieser Seite. Okay. Aber was setzt man denn da hin? Nochmal ein Fass. Ich meine, auf der anderen Seite habe ich da an der Stelle auch Fässer. Ich meine, es kann ja nicht schaden. Naja, ein bisschen Verstaumöglichkeiten. Sieht doch immer ganz gut. Ja, dann sollte ich vielleicht mir erstmal ein paar Stufen basteln. Wir haben ja jetzt aktuell etwas weniger. So, ein paar mehr. Ja, genau. Die Stämme kommen wieder raus. Wie viele Fässer wollen wir denn überhaupt haben? Reichen 5? 1, 2, 3, 4. Okay. Setzen wir da ein Fass hin und da ein Fass hin. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich will euch in beiden Fällen sogar noch eine Falltür davor setzen. Einfach. Ja, weil wir es können. Und zwar eine Fichtenfalltüre. Die ich nicht hier habe. Das ist natürlich toll. Oh. Die Tasche ist auch wieder viel zu voll hier. Mann, 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 Mann. Mal ein bisschen leer machen. So. Gut, dann basteln wir uns mal für zwei Falltüren. Und setzen die davor. Lass mich durch. So. Und da auch nochmal eine. Zack. Ja, doch. Kann man, denke ich mal, so lassen. Die Fackel müssen wir uns natürlich da wegdenken. Die Beleuchtung werden wir dann wieder oben irgendwo draufsetzen. Oder. Ich brauche nochmal Falltüren. Ich brauche nochmal Falltüren, bitte. So. Genau. Einmal Falltüren. Dann habe ich hier die Stufen vorne reingelegt. Ne? Davon brauche ich jetzt auch nochmal eine. Da können wir uns nämlich hier über das Fenster nochmal ein kleines Regal setzen. Zack und. Zack. Wo wir dann wieder wunderbare Pflanzen runterhängen lassen können, vielleicht. Moment. Wenn auf der Höhe die Balken biegen. Ja gut, das ist ja dann gar kein Problem. Ja, dann hängen wir da wieder ein bisschen Phalanstus drunter. Laubus. Und noch mehr Laub. Ja, vielleicht den da und. Ja, komm. Machen wir es da hinten auch nochmal zu. Zack. Den vielleicht auch nochmal mit Blüten voll sammeln. Ja, ich denke, so kann man das lassen. Okay. Jetzt haben wir zwar noch keine Beleuchtung hier, aber die kommt, wie gesagt, noch in die Decke. Die Balken würde ich letztendlich genauso ziehen wie hier auf der anderen Seite auch. Beziehungsweise wie hier auf den schmalen Seiten, also wirklich so lang und nicht die komplette Länge lang. Doch, sonst würden die Balken am Ende ein bisschen zu lang sein. Tja, ja, so ist das. Ja gut, ich habe mit diesen kleinen Bereichen fertig, aber letztendlich fehlt da noch das hier. Oh, das wunderbare Knatsch vom Stuhl, das ist ja richtig göttlich wieder heute. Ah, toll. Oh, so verstehe ich doch nicht. Und ja.
Also hier in die Ecke würde sich wieder wunderbar so ein kleiner, feiner Topf anbieten. Also vielleicht. Also natürlich die Frage, was für einer? Ein Blumentopf mit grande Blume drin, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder einer mit Süßbeeren. Ja, ich glaube, ich würde doch lieber einen großen wieder nehmen. Also nochmal zwei. Und das blühende Laub habe ich noch dabei. Genau. Zack. Laubus von Blüh. So. Und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Deswegen nämlich die ganze Geschichte gleich doppelt. Zack. Und zack. Der gute alte Symmetriewahn. Genau so sieht's ja aus. So, jetzt hätte ich noch zwei Bücherregale. Aber die brauchen wir nicht für diese Seite hier. Ist es jetzt eigentlich nur Schnee oder generell Unwetter oder darf ich schlafen? Kein Gewitter. Ich meine, schnucklig sieht es ja jetzt schon aus, ne? Ach, was machen wir denn jetzt hier? Das ist doch echt. Echt blöd. Ich mag diese Lücken da unten nicht. Irgendwas muss da hin. Na gut, im Zweifelsfall. Ich habe Zäune dabei. Zack. Machen wir einfach so 1, 2, 3, 4. Setzen wir da Zäune hin. Und hier auch. 1, 2, 3, 4. Also tatsächlich kann man sich da sogar dran gewöhnen. Ich würde aber hingehen und die hier wieder wegnehmen. Die beiden äußeren. Und dafür dann nochmal wieder Schwarzeiche in Brettform dahinsetzen. Hab ich noch welche da? Ja, das ist doch schön. Ein hier. Und ein dort. Gut. Jetzt hätten wir da auf jeden Fall eine abgeschlossene, oder eine mehr oder weniger abgeschlossene Wand. Nichtsdestotrotz ist sie relativ leer. Das wäre vielleicht schön, wenn da noch irgendwas dran wäre. Ich schiebe doch auf Regale. Naja, gut, dann einmal da ein Brett. Das fände ich nett. Moment, wo haben wir es? Ja, genau in der Mitte. Und hier noch eins. Und in jeweils rechts und links nochmal eine Phallus von Tür. Wisst ihr was? Ich glaube. Ich ersetze die beiden doch nochmal durch Treppen, die wir dann Koffiebein hängen. Das könnte vielleicht ein bisschen besser passen in dem Fall. Aber dennoch brauchen wir vier Falltüren. So, erstmal ein, zwei davon. Und davon. Ja, Moment, das sind jetzt bloß zwei. Gut, also noch mehr davon. Dankeschön. Ach, was mache ich denn hier? So, jetzt. Zack. Wunderbar. Also, eine Treppe da kopfüber. Eine Treppe hier kopfüber, damit wir wunderbare Regale halten, hinhängen können. Boah, Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Zack. Da könnte man das theoretisch so irgendwas draufstellen. Irgendwie so ein Moped oder sowas. Ja, ein Moped. Oh, Mann. Gut, und auf die andere Seite dann vielleicht ein bisschen Laub, bitte. Ich würde sagen, dass ich da Laub hinhänge. Und hier Laub hinhängen. Ja, es wird wieder runterbammeln. Man sieht es. Zack, na komm. Ich setze da das Ding. Dankeschön. Und hier natürlich auch nochmal einen hin. Zack. So, damit wieder noch voller wird mit dem Grün, aber es muss halt einfach sein bei mir. Okay, und dann würde ich hier einen Kopf hinsetzen. Vielleicht auch einfach da direkt nehmen, was laut ist. Ja. Ein richtig schöner Monsterkopf. Und dann könnte man sich natürlich überlegen, ob man hier vielleicht auch mal eine Truhe hinstellt. Warum eigentlich auch nicht?
Also nochmal zwei Truhen bitte. 1, 2, 3, 4. So. Wunderbar. Eine Truhe hier. Und eine Truhe da. Ja, perfekt. Na gut, jetzt sollten wir vielleicht nochmal eine Runde schlafen gehen. Unser Bett hat ja schon gerufen, man hat es kreischen gehört. Gute Nacht. Und dann natürlich das Trinken nicht vergessen. Nom nom nom. Okay. Da muss ich lang, genau. Tür zu. Okay. Wie verfahren wir hier jetzt weiter? Na gut, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch irgendwelche Mobheads, aber. Ach. Spielerköpfe, Monsterköpfe, vielleicht soll ich das lieber so sagen, bevor ich die ganze Zeit an das Gefährt denken muss. Gepferd. Mit PF. Und E und R und D. Och, nö. Nix Pferde. Gepferde, Wo haben wir denn die ganzen Spielerköpfe überhaupt? Also jetzt mal ohne Scheiß. Rein theoretisch sind das ja Mob-Drops, aber. Oder Dekoration. Wo habe ich jetzt die ganzen Spielerköpfe oder die ganzen Monsterköpfe hingeschmissen? Haben wir. Nee. Hier im Dingsbe im Turm in der im Ausstellung ja im Ausstellungsraum, da haben wir doch bestimmt auch eine Kiste drin. Habe ich da die Reste reingelegt oder wo sind die? Haben wir überhaupt eine Kiste? Okay. Wo habe ich die ganzen Monsterköpfe hingesetzt? Ja klar, dass sie hier nicht drin sind, das ist ja logisch, aber. Oh. Oder wie die Leute sagen würden. Ja, das ist wirklich sehr komisch. Aber hier sind sie auch nicht drin, oder? Irgendwo? In dem Fass hier zum Bleistift? Nee. Und da auch nicht mehr. Ach, wer weiß das schon. Na ja gut, dann muss ich wohl notfalls welche aus dem Nether holen, oder? Oder haben wir unten im Lagerhaus noch welche? Wir können mal gucken. Also im Keller hier vom Herrenhaus haben wir keine Mopeds. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, Pferdchen. So. Weißt du was? Irgendwann heißt du nochmal Falada. Du bist auch ein namenloses Pferd. Ich weiß jetzt zwar nicht, an welches Moni da gedacht hatte. Ob das jetzt das braune Pferd ist, was ja auch noch keinen Namen trägt, oder ob das wirklich das hier ist. Vermutlich ja das braune Pferd. Aber eins von euch beiden wird vermutlich irgendwann Falada heißen. So, mau. Na komm, anleihen. So. Monsterköpfe habe ich von der Reise auch nicht mitgenommen. Nee. Ach, und hier haben wir eigentlich. Kaum Monsterköpfe drinne, wenn mich nicht alles täuscht. Die dürften eigentlich fast keine mehr drin sein. Monsterkopf? Ah, okay. Will ich wirklich die als Monsterkopf da drinne haben? Zombie-Piglin. Ertrunkener. Na, doch. Warum eigentlich auch nicht? So, ja gut, der Rest ist ja soweit leere, was das betrifft. Ja, wir brauchen eigentlich mal wieder ein paar Köpfe, oder? Vielleicht sollten wir wieder die eine oder eine andere Nacht auf dem Schlachtfeld verbringen.
Wir hatten Köpfe in mehrfacher Ausführung. Nee, doch nicht. Ja, komm. Hier sind auch keine. Wo sind die denn hin? Also, wenn ihr wisst, wo ich die Köpfe hingeschmissen habe, ich werde dich jetzt nicht suchen, weil wir sonst den Rest der Folge wahrscheinlich noch mit Suchen beschäftigt sind. Wenn ihr wisst, wo ich die Monsterköpfe hingetan habe, dann könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin lasse ich sie jetzt erstmal aus. Beziehungsweise werde ich die beiden Köpfe da hinsetzen. In der Hölle bei unserer wunderbaren, ja, unserem wunderbaren Schlachtraum habe ich auch noch ein paar Köpfe von Zombie-Piglins und von normalen Piglins. Muss die bald mal wieder ausräumen, weil die Kiste eigentlich voll ist. Ja, hin und wieder muss ich da schon nochmal hin, um die Werkzeuge zu reparieren. Und naja, ich war auch so geistreich und habe da mal mein Leben gelassen. Beim letzten Mal, das war sowieso ziemlich dumm. Das, Ja, vielleicht legen wir den wirklich so schräg. Das war wieder so richtig schön gefüllt mit Monstern. Und unter anderem auch ein Zombie-Piglin auf einem Huhn. Sowas gibt es ja auch. Oder was? Ein Zombie auf dem Huhn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas Kleines auf dem Huhn. Nee, muss ein Zombie-Piglin gewesen sein, so wie er reingehauen hat. Dann habe ich da einfach draufgehauen, so wie man es halt auch einfach tut, wenn sie da in diesem wunderbaren kleinen Karree sind. Aber irgendwie ist dann der Zombie-Piglin da rausgeglitscht aus dem. Oder durch den halben Block und hat mich dann irgendwie so ein bisschen, naja, auf dem Gewissen gehabt. Der hat mich zweimal gehauen und dann war ich weg. Und die Dinger sind ja auch klein und wirklich weglaufen kann ich da an der Stelle auch nicht. Und ich habe so gar nicht gar nicht mitgekriegt, dass er überhaupt rausgelaufen ist. Das war, ja, sagen wir mal, nicht schön. Ja, ich glaube, die Köpfe da an der Seite gefallen mir schon ganz gut. Okay. Dann machen wir jetzt mit dieser Seite weiter. Hier hätte ich ganz gerne ein Gerüst von Block an. Ja. An welcher Stelle? An dieser Stelle hier? Dann könnte ich hier noch wieder eine Pflanze hinstellen. Aber in diesem Fall vielleicht doch eher so eine. Ja. Ich habe noch Erde. Komm, Erde. Ach nee, jetzt hört man dieses Rumgeklopfe wieder, ne? Ja, von den ganzen Renovierungen und sonst was. In der Regel kriegt man hier einen Brief in den Briefkasten, wo dann letztendlich auch drin steht, dass von dann und dann eben hier irgendwas renoviert wird. Aber ja, irgendwie die Zeitspanne ist, glaube ich, schon abgelaufen. Wenn mich nicht alles täuscht. Noch dazu kommt, dass jetzt die letzten Wochen eigentlich nichts mehr gewesen ist. Ja, schon so ein bisschen lästig gerade, muss ich schon sagen. So. Ja gut, andererseits, wenn ich ja eigentlich sowieso den gerande Baum hinsetzen wollte, könnte man da vielleicht ein Fass draufstellen. Ein Fass aufmachen. So, 1, 2, 3, viele. Da waren wir bei 3. Ja, nicht so schlimm. Nochmal 4 Zäune, bitte. Ja, ich habe noch 2, das, naja, gut, dann habe ich halt aber nur noch 2. So. Zäune waren so. Nee, nicht so. Ach, was? Hallo? Nehmen wir die so lange, genau. Soll manchmal helfen. Gut. Dann setzen wir auch die Zäune drunter. Aber wie verfahren wir jetzt mit dieser Ecke allgemein weiter? Na, jetzt habe ich natürlich das wieder kein Fass dabei. Ach, jedes Mal der gleiche Mist. Dass ich immer die Hälfte vergesse. Naja, man kann halt nicht an alles denken. Vermutlich würde ich auch meinen Kopf verlieren, wenn er nicht angewachsen ist. Oder nicht verlieren, sondern vergessen.
Ja, wenn ich hier wieder so einen richtig schönen riesengroßen Blumus von Topfuß hinsetze, natürlich mit Dreck. Nee, das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu groß. Vielleicht doch eher so, dann können wir hier den. Ja, doch, doch, doch. Das ist groß genug. Na, dann hätten wir theoretisch noch Platz für eine Truhe hierhin. Also für so eine wunderbare doppelte Truhe. 1, 2, 3, 4. Genau. Oh, jetzt wird er wieder rumgebohrt. Das ist doch schön. So, 1, 2. Da haben wir das Fass. Naja, und dann könnte man sich hier vielleicht nochmal so eine kleine. Ja, wobei, hier sind dann noch die Treppen wieder. Ich weiß nicht, ob ich hier dann trotzdem so eine kleine Sitzecke reinsetzen möchte. Ja, vielleicht doch. Dann hätte ich ganz gerne nochmal zwei Schilder. Habe ich noch welche dabei? Ne, eher weniger, ne? Gut, was macht man, wenn man keine Schilder hat? Man baut sich welche. Genau. Zack. Und zack. Wunderbar. Na komm, was mach ich denn hier? So. Hallo? So rum, Dankeschön. So gütig. Ja, ich gehe auch gleich wieder schlafen. Ich hab's schon gesehen. So. Und jetzt würde ich hingehen und das aber mal so machen. Und da eine. Und da ein. Dann hat man da auch nochmal die Möglichkeit, wo man sich hinflezen kann. Warum auch immer. Ja, da kommt Hokus Pokus Baumus hin und naja, jetzt immer eine Runde ins Bett. Ich komme schon, ich komme. Vielleicht sollten wir jetzt wirklich erstmal den Baum da hinsetzen, damit wir sehen, wie das da jetzt aussieht. Oder? Naja, wo ich welches Material basteln, wenn das Ding jetzt wieder. Naja, wir haben jetzt nicht sonderlich viel Birke dabei. Wobei, wir können dem Ding auch einfach einen dunklen Stamm geben. Naja, wir werden hellere eigentlich lieber. Da hätte ich sogar noch Fächer drin gehabt, ich Trottel. Naja, gut. Naja, wir können das mal wie auch mit Fichte machen, das ist jetzt nicht so wild. Ein bisschen Fichte bitte. So. Und dann ein paar Zaunus. Das sollte eigentlich ausreichen. Ja, wunderbar. Gut, dann kann das weg und das weg und das holen wir runter. Dann kann der auch nochmal raus. Und ja, vielleicht behalten wir den sogar da. Damit wir dann nämlich unten nochmal wieder ein paar Phalanxus hinsetzen können. Zack. Moment. Hab ich noch Steine drin? Sehr schön. Was will man? Was will man mehr? Okay, dann. Ja, fangen wir da mit der Pflanze an, würde ich sagen. Da kann so ein Busch hin und ich weiß nicht, da vielleicht noch mal einer hin. Komm mal weg, du Fackel. Ja, vielleicht dann so und so. Ja, warum eigentlich auch nicht? Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass es genauso ist wie hier hinten. Okay, das ist jetzt aber eher Zufall. Das war nicht meine Absicht. Gut, machen wir es so. Ja, dann nochmal. Ich wollte eigentlich höher, Dankeschön. Du darfst ja weichen. Du kannst nämlich gerne dahin. Und dann wäre es vielleicht ganz cool, wenn ich da jetzt mit ein paar Gerüstblöcken rangehe, damit ich hochkomme. So, jetzt mit auch. Oh, ja, komm. Alle guten Dinger sind drei, ja toll. Ich dich auch. So. Ja, machen wir es so. Ja, wobei das wahrscheinlich am Ende ein bisschen zu groß ist, ne? Wir werden es sehen. Vielleicht, ich wollte da an der Stelle wirklich erstmal die Decke reinziehen, bevor wir da jetzt den Baum wirklich setzen. Was wir aber noch machen könnten, ist.
hier ein kleines Regal hinsetzen. Und da vielleicht nochmal zwei Treppen drunter. Tatsächlich bin ich gerade sogar am Überlegen, ob wir die Truhe gleich einfach wegnehmen und durch Fächer ersetzen. Das könnte da in dem Fall sogar ein bisschen besser aussehen, wenn wir das jetzt wirklich so gestalten. Komm mal her. Ja, es wirkt ein bisschen angenehmer, ne? Ein bisschen mehr wie so ein Schrank. Ja, vielleicht nochmal zwei Falltüren oben drauf. Falltüren, Falltüren, Falltüren. Ich habe leider nicht die in der richtigen Farbe dabei. Ach, doch, habe ich doch. Da sind sie ja. Sind sogar zwei. Hey. Wunderbar. Eine hier. Nein, eine da. Und eine. Komm. Noch. Das muss jetzt wieder sein, ne? Komm. Ach, ey. Also jetzt. Wie oft willst du fehlen? Ja. Okay, ja, das passt doch soweit. Da fehlt jetzt noch der Haken dran. Die waren auch wieder so teuer, die Haken. Ja, und dann sollten wir uns so langsam aber sicher wirklich um die Decke kümmern. Also Haken. Habe ich Eisen hier? Ja, eigentlich schon, aber reicht das Eisen aus? Ein Haken, dafür brauche ich das Ding und. Jetzt habe ich da vergessen, wie man einen Haken baut. Einfach mal reinschreiben. Hak. Okay, jetzt habe ich aber leider nicht geguckt, das hätte ich vielleicht mal machen sollen, nicht Trottel. Na gut. Das nächste Mal. Ja gut, dann würde ich jetzt wirklich sagen, machen wir uns an die Decke. Ich weiß, dieser Bereich fehlt noch. Aber den können wir auch setzen, wenn die Decke drauf ist. Vielleicht würde ich jetzt sogar hingehen und erstmal da auf der Höhe die Treppen dran ziehen. Es ist natürlich die Frage, aus welchem Material. Machen wir das aus Fichtenholz oder aus Stein? Ich glaube tatsächlich, aus Stein fände ich das. Fein. Sagen wir mal ein paar Treppen. Wie viele brauche ich überhaupt? Also ich frage für einen Freund. Eine hier. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay, eins, zwei, drei. Noch. Na, dann passt es ja, dann passt alles gut. Eins, zwei, drei. Weg damit. Das fängt ja schon wieder gut an. Ach ja. Warum ist meine Tasche eigentlich wieder so super voll? So, darf ich weg. I need you in the hotbar. Danke. So, jetzt aber. Danke. Das will ich hier ganz anderen Kletterradatsch erstmal wieder reinschmeißen, den wir nicht brauchen. So, erstmal alles rein da. Alles, 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 alles rein. Okay, die Uhr brauchen wir aber schon. Und das auch. So. Gut, wunderbar. Wie war das? Jetzt wollte ich mich um die Decke kümmern, ja? Eigentlich ist der kleine Bereich doch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, hier kommt dann noch die wunderbare Karte dran und dann haben wir es hier eigentlich auch. Aber gut, wir müssen uns natürlich für diese Seite noch was überlegen, aber das kriegen wir, denke ich mal, schon hin. Aber erstmal setzen wir jetzt Stämme. Die wir dann natürlich wieder schälen dürfen. Ja, es wird wieder richtig spaßig. Wie machen wir das dann? Nee, also das ist mal ohne Scheiß. Wie fange ich jetzt mit den Stämmen an? Lasse ich jetzt einen frei? Und fangen hier mit dem ersten Stamm an. Ein Stamm in der Mitte. Das wäre dann. Ich meine sowieso höher, das wäre dann da oben. Ich glaube, ich würde es sogar eher fühlen, wenn wir das.
so machen würden. Oder? Ja, das wäre, glaube ich, so ein bisschen angenehmer da oben. Ja, doch, doch, doch. Machen wir es so. Also, dahin und dahin. Das wäre jetzt auch ungefähr die Höhe, die wir überall anders ja auch haben. Schön hoch, das ist richtig. Vielleicht sogar ein bisschen zu hoch, das ist jetzt natürlich die Frage. Naja, wenn man das so hoch macht, dann ist man da oben natürlich ein bisschen eingeschränkt, wenn man da direkt hinterm Dach jetzt noch irgendwas machen wollen würde. Zwinker, zwinker. Okay. Ja, tatsächlich bin ich gerade sogar am Überlegen, ob das einfach wieder so eine Standarddecke von mir wird. Also, wo wir dann dazwischen einfach bloß wieder die normalen Fichtenbretter setzen. Beziehungsweise nicht Fichtenbretter, sondern Fichtenstufen. Meinetwegen auch in Varianz mit, oder in Abwechslung mit Fichtenfalltüren. Das kann man ja meinetwegen machen. Okay. Die Geschichte verschieben wir auch nochmal. Zack. Tja, halten wir schon mal die ersten Balken. Und genau das gleiche will ich jetzt mal auf der anderen Seite machen. Ja. Genau das gleiche heißt natürlich auch, dass ich wieder ein paar mehr von den Dingern brauche. Wie viel haben wir hier? Ach, das ist doch vollkommen egal. Doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Treppen brauchen wir. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir das diesmal so rum. Okay, 4 Treppen davon. 5 Treppen davon. Schanke dünn. Dann machen wir es hier hinten auch mal dicht. Eins. Oh, fängt das jetzt wieder an, ja? So, und dann. Dann zersteche ich mich. Ja, machen wir es so und. Was ist denn da? Ich kriege aber nicht hin, Treppen ordentlich hinzusetzen. Das ist echt traurig irgendwo. Okay, und dann war da wieder ein wunderbarer Schiddamm. Ja, genau da. Na, kriegen wir es hin, ohne dass wir nochmal failen? Ah, wunderbar. Und hier? Wäre natürlich auch wünschenswert. Dann dürfen wir uns auch noch gleich wieder in die Haie legen. Darauf habe ich ja echt schon wieder gewartet, ne? Es war nur eine Frage der Zeit, bis sowas wieder passiert. Ach, Mann. Gut. Aber wenigstens können wir die ganzen Kletterradaschätze so schälen, ohne dass wir hochhüpfen müssen. Gut, wunderbar. Und hier natürlich auch. Ja, ich hab's doch gehört und gesehen. Und ja, ich gehe schon. In die Haie. In das, unter das grüne Laken. Und das Laken eher weniger. Auf das Laken. Ach, wunderbar. Mach doch mal zu das Ding, Dankeschön. Gut, Knut. So, welchen Abstand nehmen wir da jetzt dazwischen? Immer wieder so ein einer Abstand ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also vielleicht eher zwei? Oh. Das ist natürlich wirklich die Frage. Lassen wir zwei frei. Und was dann so? Dann da nochmal zwei. Und dann hätten wir hier die Mitte. Dann wären wir hier wieder bei einem. Ja, tatsächlich ist es gar nicht so, ist gar nicht so schlecht. Wenn es wirklich ein bisschen unregelmäßig ist. Beziehungsweise es ist ja nicht mal unregelmäßig, es ist ja trotzdem. Ja, ist der falsch. Da ist ja trotzdem eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Ne? Mach die mal weg. Und dafür setzen wir den dahin. Ja, doch, 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 doch. Ich meine, ich könnte das natürlich alles ein bisschen schmäler ziehen, aber ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht. Zwei breit, zwei klein. Das finde ich fein. Auch wenn man verdammt wenig sieht hier unter der Decke. Komm. Och, Hilfe.
Einmal oben, einmal unten. Warum auch an der richtigen Stelle bauen, ne? Also irgendwie, irgendwas mit mir heute wirklich los. Ich verbaue mich hier. Ich verbaue mich hier wirklich ständig. Ich weiß, Kopfüberbauen ist sowieso nicht ganz so einfach, aber so blöd wie ich mich heute anstelle, das kann man doch keinem erzählen. Ich meine, das ist ja selbst für mich schon viel heute. Und ich verbaue mich ja eh schon ständig. Mann, 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 Mann. Okay, da machen wir weiter. Na komm, hops. Wisst ihr was? Hier sieht er kaum was. Der andere sieht ich auch nicht. Es ist aber auch zu dunkel. Komm. Da auch nochmal einen hin. Los, hops. Oh, doch nicht da. Was soll das denn? Gott, ey, dass man sich immer erstmal aufregen muss, ne? Gut, ich hätte natürlich auch von Anfang an mit Gerüstblöcken arbeiten können. Naja. Ja. Belass es mal dabei. Hops. Tatsächlich könnte man das Gebälk sogar fast so lassen, dass wir da nicht mal was zwischensetzen, ne? Ich meine, es hat schon was, durchaus. Ist halt wirklich was. Naja, aber für da oben ist halt schon noch was anderes geplant. Dementsprechend. Ja, da muss doch noch. Da müssen doch noch mal Stufen rein, denke ich mal. Naja, wir können jetzt natürlich noch überlegen, machen wir das Fichtenholz oder aus Schwarzeich, wobei dann die Decke eigentlich ziemlich dunkel wird. Naja, sollten wir dann doch bei Fichtenholz bleiben. Beziehungsweise bei Fichtenstufen. Haben wir da schon noch ein paar drin. Die werden jetzt natürlich nicht ausreichen. Also noch ein paar mehr, bitte. So. Zack. Wusch. So, na gut. So viele werden wir jetzt vermutlich auch nicht brauchen, aber wen interessiert das schon, ne? Ja, dann schultern wir uns hier mal hoch. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer, als wenn wir jetzt wirklich die ganze Zeit wieder Kopf überarbeiten. Und dann können wir hier oben auch gleich direkt ausleuchten. So. Ja, es ist jetzt natürlich die Frage, warum mache ich das nicht genauso wie bei den beiden anderen kleinen Räumchen auch schon? Naja, guck mal. Wenn wir jetzt hier so einen Boden drin haben. Wenn wir jetzt so einen Boden drin haben, dann kann man hier natürlich auch noch deutlich besser irgendwelche Dinge draufstellen. Ich meine, wir haben jetzt zwar nicht sonderlich viel Platz, aber ein bisschen was kann man doch hier trotzdem machen. Aktuell ist es zwar nicht begehbar, aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann man ja ganz einfach ändern. So, da auch nochmal dicht machen. Oh Mann, ich hätte nie im Leben so viele Stufen gebraucht. Naja, gut. Fürs nächste Mal. Ich brauche sowieso mal wieder welche. Also, ah, da fängt schon an. Okay, dann einmal eine Fackel und eine Fackel und hier eine Fackel und dort eine Fackel und hier auch nochmal eine. Und wie komme ich jetzt wieder runter? Hier durch. Dankeschön. Und wisst ihr was? Das lassen wir auch offen. Den nehmen wir auch nochmal weg. Und versetzen die einfach ein Stück nach hier hin. Ja. Haben wir zufällig gerade eine Druckplatte dabei? Nee, ne? Oh, schade. Eine Eisentür haben wir auch nicht. Eisentüren, die kosten ja wieder so viel, ne? Eieiei.
Ja, aber gut, jetzt wisst ihr ja schon, was man da hinsetzen kann, ne? Beziehungsweise was ich gewillt bin, da hinzusetzen. So, der kommt wieder weg. Passt es denn jetzt von der Decke her soweit? Ja, so im Großen und Ganzen, wenn ich da nicht wieder die Hälfte vergessen hätte an der Stelle. Beziehungsweise nicht vergessen, dass, konnte man ja von der Seite aus sowieso nicht sehen. Dann haben wir das auf der anderen Seite jetzt auch noch. Das, was fehlt, ne? Yep. Okay, also einmal da nochmal. Sehr schön. Na komm. Ja. Kann man so lassen. Sieht sehr robust aus, aber trotzdem irgendwo auch so ein bisschen. Ach, ja, ich mag das, ich mag das. Vor allem, weil es auch so hoch ist. Ich mag zwar so im Großen und Ganzen keine so sonderlich hohen Räume oder so richtig hohe Räume, aber hier in so einem Herrenhaus passt es so natürlich deutlich besser. So, nochmal ein bisschen was zwischen die Zähne schieben. Und dann hätte ich ganz gerne eine Druckkost von Platte. 1, 2. Wunderbar. Die können wir schon mal hier oben hinsetzen. Genau da rein. So, die Laterne würde ich vielleicht auch nochmal aufhängen. Zack. Damit die Beleuchtung nicht ganz so penetrant ist. Okay, wunderbar. Ja, dann können wir uns jetzt hier auch an das Laub wagen. Wird eigentlich mal Zeit, dann ist auch der Baum da soweit fertig. Okay, sehr schön. Ja, und diesmal denke ich auch dran und setze mir ein paar Gerüstblöcke. Yeah. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wie bauen wir das den Baum? Ach, wisst ihr was? Wir können es auch einfach jetzt direkt so machen, dass ich hier einfach ein bisschen Laub von unten ran schmeiße. Das konnten wir ja vorher nicht machen. Auf dem anderen Räumchen. Da hat das ja nicht ganz so gepasst. Weil wir da hinten das Dach, oder? Das Dach, sage ich schon, die Zwischendecke noch gar nicht drin hatten. Aber das haben wir ja jetzt hier. Dementsprechend sind wir so ein kleines bisschen freier. Ja, da fährt mal so einen hin. Und da vielleicht so einen nochmal ran und keine Ahnung. So. Ja, tatsächlich ist der Baum gerade ein bisschen buschiger als der andere, glaube ich, oder? So. Na, ich denke mal, dass ich da oben auch ganz gerne einen hätte. Meinetwegen sogar zwei. Ja, so kann man das doch eigentlich lassen. Oder? Das ist doch dieselbe. Ist das wirklich dieselbe Deckenhöhe? Ja. Das wirkt hier viel niedriger. Na gut. Aber der Baum selbst hat ja auch eine ganz andere Form. Die hier geht dann ein bisschen weiter oder gerade nach oben. Der andere fängt da hier schon an, so ein bisschen auszulaufen. Gut, ich meine, wir können ja hier notfalls auch nochmal ein bisschen mehr Laub hinsetzen. Nee, hätte ich mal nicht machen sollen. Oh. Die andere Variante sieht auch schon deutlich besser aus eigentlich. Ne? Wo haben wir das? Ich hätte gerade echt fast so zum Feuerzeug gegriffen. So, dich auch nochmal weg. Zack, danke. Ja, die Variante ist deutlich angenehmer. So, das war jetzt nochmal eine gute Nacht, Pieks, damit ich besser schlafen kann, oder wie? Ja, ich gehe doch schon. Gute Nacht. Und natürlich das Trinken nicht vergessen. Schlurp. Lass mich raus. Na, ich habe gesagt, lass mich raus hier, danke. Ja, wunderbar, dann hätten wir den Kram hier jetzt an dieser Ecke auch soweit.
Pflanze. Genau. Ja, doch, 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 da muss ja Pflanze sein. Da sehe ich eine. Also nochmal einen Blumus von Topf und ein Stilus mit Stiel. Gut. Ja, wunderbar, dann ist die Ecke jetzt auch soweit abgeschlossen. Vorerst um die Beleuchtung muss ich natürlich noch gekümmert werden. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ich meine, diese Ecke hier ist jetzt fertig. Dieser Bereich hier ist jetzt soweit fertig. Und dieser hier, dann können wir da auch gleich uns um die richtige Beleuchtung kümmern. Dann fehlt natürlich noch dieser kleine Kartenbereich. Ja, und vielleicht sollte ich hier noch irgendwas dran setzen, oder? Das sieht aktuell noch ein bisschen leer aus. Naja, davon abgesehen, wir müssen ja nicht überall irgendwas hinsetzen, ne? Das. Doch, müssen wir. Und wenn es einfach nur so eine kleine Zierleiste ist. In diesem Fall aus Fichtenholz, fände ich, glaube ich, ganz cool. Stöcke? Danke. Ich brauche Falltüren. Und zwar ein paar mehr Falltüren. Wie viele Falltüren, das weiß ich jetzt aber nicht. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Eine Falltür hier. Und eine da. Und eine dort. Ja, wow, doch so viele. Will ich das wirklich auf der Höhe machen? Ja, doch, machen wir es hier. Ja, und jetzt noch 1, 2, 3, 4. Also 8 Schilder insgesamt nochmal. Die setzen wir dann einfach, einfach wieder dazwischen. Weg damit. So. Nee, nicht da hoch. Was habe ich gesagt? 8 Schilder, ja. Okay, das sollte doch dafür erstmal ausreichen. 1, 2, 3. Ein Schild hierhin, ein Schild dahin. Und dann nochmal die Schilder dahin. Dann haben wir so eine kleine putzige Zierleiste da oben. Ja, warum nicht? Huch. Dann hier auch nochmal zwei. Zack. Wunderbar. Ja, klar, man hätte überlegen können, ob man die weiter runtersetzt, aber wie gesagt, ich denke, dass die an der Position gar nicht so verkehrt ist. Ich habe tatsächlich sogar noch ein paar. Da, dann könnte ich da vielleicht noch mal. Ein Laub draufsetzen. So. Ja. Könnte man machen. Dann machen wir es hier natürlich auch so. Okay. Wunderbar. Wie viele Ketten brauche ich jetzt überhaupt? Okay, ich habe den mal mit einer Kette abgehängt. Ja, das macht eigentlich auch am meisten Sinn. Wie viele Ketten habe ich hier noch auf Tasche? Vier. Ja, na toll. Jetzt brauche ich wirklich Eisen. Und zwar wirklich, wirklich, wirklich Eisen. So, einmal ein paar. Ach komm. Schild wieder da rein. Dankeschön. So, ein paar Laternen. Und wo setzen wir die jetzt hin? Ja, vielleicht setzen wir da die erste Laterne hin. Das wäre dann auf Höhe 4. Das würde ich dann hier drüben eigentlich auch gleich direkt machen. Also 1, 2, 3, 4. Da wäre dann die Laterne. Zack. Ja, warum nicht? Da kann die Torch hier eigentlich auch gleich direkt weg, genauso wie diese hier. Und diese hier darf dann auch weichen. Wir haben ja jetzt das Licht hier. Ja, und eigentlich, wenn wir schon mal mit den
Mit den Laternen dann hier rumbasteln, können wir da auch nochmal dran setzen, zack. Dann darf die Kerze, die Fackel wieder weg und diese Fackel auch. Ja gut, dann hätten wir die nochmal weggenommen. Und die muss eigentlich auch weg. Und dann sehen wir, wie dunkel der ganze Spaß jetzt wirklich ist. Aktuell noch. Ja, wir brauchen hier nochmal eine ordentliche Laterne dran. Da oben. Okay, aber nichtsdestotrotz wäre hier in der Ecke schon noch irgendwas schön. Vielleicht setzen wir da nochmal eine Laterne drauf. Auf das Regal. Beziehungsweise auf beide Regale. Hier hinten dann logischerweise auch nochmal eins. Eins Laterne, genau. Dann ist hier zwar relativ duster, aber es passt schon. Denke ich mal. Ja, zwei Laternen. Das heißt, wir brauchen Eisen. Ein bisschen Eisen, bitte. Und dann können wir uns. Oh, Hilfe. Wir brauchen deutlich mehr Eisen. Okay, da gehen schon die ersten Pisten. Mal wieder. Die hört man aktuell so selten, ne? Okay, wir sind auch auf dem Dachboden beschäftigt. Eieieiei. Wir brauchen wirklich sehr viel Eisen. Habe ich vielleicht noch irgendwas durchgebrannt? Ah, scheint nicht so. Das ist tatsächlich ein bisschen schlecht. Da. Nee, hier. Okay. Na ja, gut, wir hätten ein bisschen Eisen da. Vielleicht sollte ich das so erstmal ein bisschen zerkleinern. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel Eisen. Für die Karte braucht man ja jetzt auf jeden Fall ja auch noch die Kompasse. Oder was auch immer davon jetzt die Mehrzahl ist, weiß ich gerade nicht. Deswegen ist es schon sinnvoll. Redstone habe ich jetzt aktuell, glaube ich, genug. Ich meine, pro Kompass braucht man sowieso bloß einen Redstone und vier. Wow. Wow. Was war auch noch ein. K Gut, dann machen wir es aber so. Zack. Stört nicht. Da können wir den Kompass so gleich hier lassen. So. Ach ja. Ja, schön, wir haben jetzt ein bisschen Eisen dabei. Hatte ich jetzt noch ein bisschen Roheisen. Perfekt. 32. Ja, wunderbar. Packen wir überall 16 rein. Läuft doch. Dann sollte es ja eigentlich auch relativ fix gehen. Also, wir brauchen Eisen für Laternen und wir brauchen natürlich Eisen für die Kompasse. Da stellt sich jetzt natürlich nur die Frage, wie groß wir die Karte da oben basteln in dem wunderbaren Raum. Aber erstmal kümmern wir uns um die beiden Laternen. Man könnte natürlich hingehen und. Okay, habe ich nicht dabei. Dass man da auch nochmal die gleiche Sitzecke hinsetzt. Fühle ich ehrlich gesagt nicht so. Da können wir vielleicht noch ein paar Bücherregale reinsetzen, wenn man kein Leder hat. Apropos Leder. Jetzt habe ich das Getreide oben gelassen, ne? Moment, ich kann auch gleich ein bisschen Eisen mitnehmen bei der Gelegenheit. Da können wir die Kühe nochmal fix vermehren und dann dabei wieder ein bisschen. Ja, wir brauchen da wirklich Bücherregale. Bücherrust von Regal. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund der Kartenbereich da hinten. Ach, wir müssen ja auch schon wieder schlafen gehen, ne? Ja, ich beeile mich. Ich versuche mich zu beeilen. So, Kühe. Ja, genau ihr. Ich brauche euer Leder. Ja, ich gehe euch jetzt ans Leder. Es tut mir leid, aber ich brauche das. Und dann sollte ich mich wirklich aufs Bühnen hinstellen und ein paar mehr Kühe züchten. Es wird langsam Zeit. So, 25. Sollte rausreichen.
Vorerst zumindest. Klar, es sind jetzt nicht viele Bücher, aber wenigstens ein paar. Das dann wieder weg. Das Flash legen wir hier unten in die Speisekammer. Zuck. Wunderprächtig. Papier haben wir unten. Beziehungsweise dafür werde ich wohl ein bisschen Papier wieder zusammenschustern müssen. Holen wir gleich vielleicht direkt was erfahren. Tür machen wir nochmal zu. Jetzt auf jeden Fall dunkel genug. So, dass wir gleich schlafen müssen. Wow, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr ist. Na gut. So. Ja, ich weiß doch, dass es dunkel ist. Ich gehe doch schon schlafen bald. Die Betonung liegt auf bald. Ja, ich hab's gehört. Mensch. Ich will aber lieber oben im Turm schlafen. Gute Nacht. Und natürlich das Trinken nicht vergessen. Ich liege schon. Sehr gut. Ja genau, da wollte ich jetzt ja zwei Laternen basteln. Ja und ein bisschen Papier wollte ich auch mal schustern. Für die B Bücher. Okay. Laternen. Zwei Laternen. Dafür brauche ich eine Werkbank. Manchmal. Eins, zwei. Nein. Eins, danke. Jetzt aber. So, die beiden Laternen rein. Gut, dann jetzt da nochmal eine Nee, hinhängen wollte ich das eigentlich nicht. Das wäre ganz schön, wenn die eigentlich drauf steht auf dem Ding. Dankeschön. Also so. Genau, und hier drüben auch nochmal. Zack. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall vernünftig ausgeleuchtet. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hier fehlt rein theoretisch vielleicht noch irgendeine Art von Beleuchtung. Es ist ja schon etwas dunkel an der Stelle. Ach, egal. Kann so bleiben. Gut. Ja, diese Ecke jetzt. Habe ich noch Zäune dabei? Nee, habe ich nicht. Das ist nicht so schön. Ich habe hier noch ein bisschen, bestimmt noch ein bisschen schwarze Eichenbretter drin. Ja, das ist gut. Ich setze mir die da wieder in die Ecke. Dankeschön. Moment, waren da auch noch. Nee, da ist noch ein Zaun dabei. Das ist sehr gut. Dann brauche ich nicht viel zu viele Kraften. So. Hätten wir wieder vier Zäune dazwischen. Eins, zwei, drei, viele. Dazwischen habe ich gesagt, nicht davor, danke. Sehr gut, Knut. Und jetzt hätte ich ganz gerne ein paar Bücherregale. Und eine Kiste. Und Bücher. Und Regale. So. Wusch. Ja, sieben Regale. Sind jetzt zwar gerade noch nicht so die Welt, aber hier direkt vor das Fenster kann ich jetzt natürlich nicht stellen, ne? Das ist ja durchaus richtig. Aber ich glaube, ich hätte da ganz gerne ein Regal an der Stelle. Da kommt da, wie gesagt, die große Karte hin. Und ich glaube, ich fühle hier auch noch ein Regal. An der Stelle. Ja. Ja. Genau, dann schnappen wir uns die Kiste und setzen die aber dazwischen. Hier nochmal eine schöne große Kübelpflanze. Oder wisst ihr was? Wir machen das hier doch anders. Das wird nicht so ein Ding, sondern zwei Treppen. Habe ich noch welche? Nee, ich habe nur noch eine. Ja, wenn man nur noch eine hat, dann muss man natürlich welche bauen.
Fünf. Für eine Treppe brauchen wir bekanntlich ein bisschen mehr. Dankeschön. So. Eine Treppe hier ran und eine Treppe. Ja, wobei ich wollte eigentlich da hinten rangehen. So. Ja, wieder mal ein kleines Tischchen, wo ich dann vielleicht auch nochmal ein paar Kerzen oder eine Laterne draufstellen könnte. Und einen Blumentopf, genau, ein Blumentopf, ein guter, wunderschöner Blumentopf. So. 1, 2, 3, 4. Dann basteln wir uns gleich direkt zwei Blumentöpfe. Einen hierhin und einen dahin. Wobei, vielleicht doch eher hierhin. Ich hätte noch Kerzen hier drin, hab ich doch gerade gesehen. Ja, wunderbar. Das feurige Zeug nehmen wir auch gleich mit. 1, 2, 3. Zack. So, da können wir schon mal das Fenster verdecken mit dem Laub. Ich hatte auch noch mehr Laub hier drin. Nehmen wir das mit und. Hey. Habe ich jetzt wirklich wieder das ganze Laub aufgebraucht? Oder habe ich einen Knick in der Optik und sehe es gerade einfach nicht? Das ist ja echt schlimm mit mir. Warum habe ich so einen hohen Laubverbrauch? Mann. Ja, na gut, dann ist es halt so. Ja, ich hätte nämlich hier, glaube ich, ganz gerne mal was runtergehängt an Laub. So. Dann nochmal eine Falltür da drunter. Zack. Ja, vielleicht sogar in beiden Fällen. Ja, gar nicht so schlecht. Gut, da fehlt natürlich noch die Pflanze drin. Dafür würde ich jetzt ein Maiglöckchen vielleicht nehmen. Zack. Das ist aber kein Maiglöckchen. Ich wollte Maiglöckchen haben, danke. Da bist du. Glöckchen. Ja, wunderbar, dann hätten wir das da jetzt auch soweit. Ja, es wirkt immer so ein bisschen leer an diesen Schrägen, aber da kann man halt nicht viel machen. Das Einzige, was man da wirklich machen könnte, wären eben ein paar Zäune und hier Zauntore nochmal als Stütze für das ganze Ding. Aber dann wirkt, na, ist natürlich noch alles deutlich schmäler als ohnehin schon. Deswegen würde ich davon gerade eher abraten. Da steht schon eine Kiste. Ja, wobei, die Kiste steht ja eigentlich nicht da. Ich würde dann vielleicht da nochmal eine Kiste hinsetzen. Und dann hier diese wunderbare Karte. Hier vielleicht auch nochmal eine Kiste. Ich glaube, Kiste ja, aber nicht an der Stelle, sondern hier. Ja, deutlich angenehmer. Und hier jetzt hier eine Karte, die eins. Wirklich von hier aus? Bis da? Also 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4. Ich brauche 20 Karten. Wirklich so eine Riesenkarte? Ich meine, schön wäre es doch eigentlich, oder? Ja, warum nicht? 20 Karten. Okay. Es wird groß. Gut, dann brauche ich aber das ganze Zeug hier jetzt nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Das muss noch alles hier bleiben. Ja. Wir brauchen Papier. Redstone, Redstone, Redstone. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier doch vielleicht nochmal irgendwo eine Pflanze reinsetzen oder nicht. Nee. Dafür ist aber nur die große Karte. Ja. Ach, 20. 2, 3, 4, 5. Moment, ich muss jetzt mal einmal kurz vorbasteln mit meinetwegen Erde. Einfach den Rahmen so ein bisschen. Dann wäre das die Karte. Oh ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dann hätte ich hier drunter sogar noch ganz gerne fünf Falltüren. Die wird einfach mal aufstellen. Ja gut, meinetwegen auch mit einer
Treppe noch da drunter. Also, beziehungsweise machen wir das vielleicht. Dafür brauche ich dann vielleicht ein paar mehr Treppen. Machen wir es vielleicht sogar doch so. So, dann kommt da letztendlich die Karte draufgestellt. Na. Vielleicht tauschen wir die beiden mal. Setzen die die Dinger dahin. Dann haben wir einen wunderbaren Wechsel, setzen da die Karte drauf, passt. Jo, perfekt. Das kann wieder rein. Und jetzt brauchen wir Rotstein. Das wäre auf jeden Fall Spaß, die Karte anzulegen, oder? Das dauert ja ewig. Das sind 20 Karten. Hilfe! 20 Kompasse. Zwei mal vier, 80 Eisen? Ach du Scheiße. Okay, wir brauchen Eisen. Viel Eisen. Und noch mehr Eisen. Gut, Rotstein hatten wir hier. Nee, da. Was habe ich gesagt? 20, ne? Okay. Dankeschön. Da ist die Werkbank. So. 1, 2, 3, 4, 5. 5, danke. Kompasse. Das kann man doch keinem erzählen, dass ich gerade wieder so viel Eisen wirklich in den Müll gehauen habe. Nein, das ist ja kein Müll. Aber es tut trotzdem echt weh. Ich brauche Papier. Wofür soll das denn reichen? Na gut, dann basteln wir uns ja mal ein bisschen mehr Papier, ne? Eine Werkbank bitte. Warum ich das nicht auch gleich oben gemacht habe, naja. So. Und zip. Und zip. Zack. Ja gut, das ist am Papier auf jeden Fall ausreichend. Bettchen. Und dann basteln wir uns die Karten. Oder soll ich die Karten lieber aufschieben machen? Ich meine, das sind 40 Stück. Nicht 40, das sind 20 Karten, die ich da jetzt wirklich schustern muss. Ja, doch. Ich würde sagen, das mache ich jetzt fix offscreen. Und dann. Ach, ich kann mich echt nicht entscheiden. Wir machen das zusammen. 20 Karten. Oh yeah. So, warte mal. Ne, Karten waren, glaube ich, sogar so, ne? Ja. Okay. Zack. Dann haben wir uns natürlich viel zu viel Papier gebaut. Aber. Naja, dann ist es halt so. Gut, wir sind 5 breit und 4 hoch. 5 breit, 4 hoch. Gut, dann würde ich sagen, dass wir die Karte 1, 2, 3, 4, 5 und 4 hoch. Das heißt letztendlich, dass diese beiden Sachen noch weg müssen. Beziehungsweise wir können noch einmal das Papier reinlegen und das halt dann hoch. Okay. Genau, dann ist dieser Bereich hier jetzt unsere Karte. Wo wollen wir denn überhaupt anfangen? Wo kommt der Mittelpunkt? Oder was soll der Mittelpunkt werden von unserer wunderbaren Karte hier? Das Dorf? Oder hier oben die Festung? Ich meine, letztendlich wird es sowieso regelmäßig aktualisiert werden müssen. Wenn wir bauen.
Ja, ich würde trotzdem sagen, dass der richtige Mittelpunkt von der Karte vielleicht trotzdem die Festung hier ist. Oder meinetwegen auch dieser Bereich hier. Okay. Da sind wir. Gut, dann machen wir in diese Richtung mal quer. Zack. Ja, ich weiß, dass sowieso alles voll Schnee ist aktuell. Okay. Au. Ich höre die Skelettdroschel schnell klappern. Und die Endermänner hier. Hier ist wirklich eine richtig wunderbare Höhle drunter. Trottel. Brennt einfach ab, der Typ. Naja. Ist auch wieder ewig her, dass ich das letzte Mal hier auf dieser Ecke war, ne? Ja. Gut. Na, echt schade. Ich hatte gedacht, dass wir dann wenigstens noch bis zum Wasser kommen, aber offensichtlich ja nicht. Gut, das hier war die Mitte. Und dann kam der. Und dann kam der. Moment. Wir sind nicht gerade in diesem hier. Gut. Oder gehen wir vielleicht ein bisschen nach Norden. Ich höre doch die Endermänner schon wieder. Ich sehe sie nicht, ich höre sie nur. Vielleicht gehen wir mit dem ganzen Ding sogar einen runter. Genau. Zack. Sehr schön. Und jetzt einmal in diese Richtung. Ach ja, Karten basteln ist mal so eine Sache, ne? Kann man richtig, richtig schön viel Spaß damit haben. Gut, das wäre jetzt die nächste. Da laufen wir jetzt auch erstmal bis ans Ende. Es dauert ja nicht lange. Mir ist schon Angst und Bange. Okay. Und die nächste. Dankeschön. Okay, die kommt dann letztendlich dahin. Ach, wisst ihr was? Ich kann natürlich auch gleich direkt ein Stück weitergehen. Und führe den Streifen gleich richtig durch. Die Karte muss ja sowieso erstellt werden und da die ja so groß wird. Oder so groß ist. Au. Nom. Okay, vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit ein bisschen was essen. Wenn ich schon Nom sage, dann sollte ich auch Nom machen. Nom, nom, nom. Gut, dann müsste ich auch wieder bis ans Ende. Ich weiß, wir in die Karte natürlich auch ein bisschen verkleinern können. Oder vergrößern, wie auch immer. Ein bisschen skalieren noch, aber ich glaube, dass diese Form gar nicht so schlecht ist. Oder diese Größe.
Ja. Mich würde interessieren, ob der Spawn mit drauf ist. Upsala, jetzt habe ich die beiden vertauscht oder was? Ja, habe ich. Okay. Zack. So, einmal auffüllen das Ding. Ja, der Spawn wäre wahrscheinlich mit drauf. Okay. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt die obere Reihe auch nochmal machen. Also nochmal in diese Richtung ein bisschen weiter fuhrwerken. Nee, weiter. Gut. Zack. Ach, da oben wieder der letzte kleine Fipsel. Ja, wenn man dann die Karte erstmal dran an der Wand hängen hat, dann sieht das natürlich auch richtig schön aus eigentlich. Finde ich. Also ich mag Karten eigentlich ja gerne. Pixelart, Karten, wie auch immer, oder Bilder, ich weiß nicht. Ist mal so eine Sache. Aber so richtige, ganz normale, schöne Karten sind sie gar nicht so schlecht, sind eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wenn das Gelände hier gerade so ein bisschen unwegsam ist. Aber gut. Was soll man machen? So, ich bin jetzt natürlich so weit hochgegangen, damit wir den Imker auch drauf kriegen. Auch wenn das echt ein Krampf ist, hier hochzustiefeln. Wie kommt der bitte auf die Idee, sich hier oben auf den Berg zu setzen? Also, fernab jeglicher Zivilisation, ja. Der scheint wohl ein bisschen menschenscheu zu sein. Und die Füchse laufen hier im Wald rum, das ist doch toll. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist echt schön, mal wieder hier oben zu sein. Ist schon ziemlich lange her eigentlich, ne? Gut. Ich sag die nächste. Wunderbar, geht's wieder runter. Ach, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr auch Karten oder erstellt ihr euch auch Karten einfach so für die Inneneinrichtung als Dekoration oder macht ihr vielleicht sogar gar keine Karten? Es gibt ja schon einige, die Karten sogar teilweise ablehnen. So nach dem Motto, was soll ich mit einer Karte? Ist ja völlig unnötig. Okay. Dann kriege ich mal eine Runde weiter. Weiter, 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 weiter. Ja, es ist natürlich nicht so toll, dass es wieder Nacht ist. Ein Wolf und noch einer. Gut, wir müssen noch ein bisschen weiter in diese Richtung. Und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Okay. Zack. Na, haben wir es ja fast. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zu diesem Punkt hier. Vielleicht. Oder sollen wir erstmal eine Runde schlafen gehen? Da wäre vielleicht auch ganz, ganz schlau gewesen, wenn wir ein Bett mitgenommen hätten, oder? Ach, Mann. Naja, Wolfies. Ich meine, wir können auch sagen, wir sind jetzt so hart drauf, dass wir es das einfach komplett in der Nacht machen. Wahaha. Moment. Ich glaube, ich werde die wieder da lassen. Und wir nehmen uns vielleicht doch eher ein Bett. Ah.
Schwer zu sagen. Ach, welche Karte muss ich jetzt überhaupt nehmen? Dafür. Verdammt. Aha. Norden ist da. Ach, ich glaube, ich nehme doch jetzt lieber die Festung wieder als Mittelpunkt. Ich habe mich irgendwie bin ich gerade komplett raus aus dem Kartenzeichnen. Ich hätte das vielleicht eher Reihe für Reihe machen sollen und nicht einfach in der Mitte irgendwo anfangen. Ich meine, das ist eigentlich total einfach. Aber nicht, wenn man so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Brain AFK ist, wie ich gerade offensichtlich. Okay, was natürlich auch nicht so toll ist, dass jetzt die Monster überall rumstiefeln, ne? Ja gut, das macht die ganze Sache so ein bisschen spannender, wenn man von den Monstern verfolgt wird. Okay, dann einmal hoch. Wir müssen wieder hoch zur Festung. So. Wir sind noch nicht hoch genug. Mann! Ach, wisst ihr was, wenn ich schön hier bin, dann kann man auch gleich direkt schlafen gehen. So, im Norden waren wir. Das hier wäre der Süden. Und das da wäre Westen. Ich habe keine Lust, dass mir jetzt alles durch die Gegend gesprengt wird. Hier sind wir an Creeper gezischt, die hab's ja gehört. Und dabei wären mir jetzt natürlich auch die ganzen Kühe flöten gegangen. Nee, ich habe gerade irgendwie. Also die Karten sind doch schön und gut, aber diese Größe, die stört mich gerade schon irgendwie ein bisschen. Ach, gehen wir doch mal eine Runde schlafen. Ist vielleicht angenehmer. Also. Gut. Na, zack. Und wieder raus. Ja, also. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn ich das offscreen gemacht hätte. Mann. Ich habe das echt völlig falsch angefangen mit der Karte. So, das ist jetzt natürlich gen Süden. Da habe ich eigentlich auch nur eine Kartenreihe Richtung Süden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Moment, vielleicht, ich sollte wirklich. Ich sollte eigentlich schon diese Seiten machen, ja. Also in diese Richtung bin ich ja schon gegangen. Das ist ja. Ist ja. Ne, welche Karte war das hier? Genau. Die sind beide in diese Richtung. Das heißt, ich müsste eigentlich in diese Richtung gehen. Für diese beiden hier. Ja, logisch. Ach. Oben ist immer Norden. Ich Trottel. Ja, wenn man vergisst, wie die Karten aufgebaut sind, ne? Das hätte so einfach sein können. Ach, beziehungsweise, das ist ja eigentlich auch so einfach.
Man muss ja einfach dran denken, wie die Karten aufgebaut sind. Gut. Zack. Die hier kommt wieder hoch. So. Dann stiefeln wir jetzt auch noch ein kleines Stückchen weiter. Und fallen natürlich überall runter, weil wir nicht aufpassen, wo wir hinlaufen. Oh Mann. Ja, aber schön. Es hat auch echt lange gedauert, bis ich das wieder gerafft habe, wie Karten funktionieren, ne? Ach, ist ja schon so ein bisschen peinlich, würde ich mal so behaupten. So. Was sagt die Karte? Okay, braucht noch ein bisschen. Da oben die Ecke. Dankeschön. Okay. Norden, Süden. Also muss ich mich jetzt darum kümmern, dass ich hier gerne Süden gehe. Also in diese Richtung. Okay, das heißt, dieser wunderbare Eis hier ist im Süden. Na gut, das wissen wir vorher auch schon. Oh, ich weiß ja, wo ich ein bisschen Laub herkriege. Ein bisschen blühendes Laub. Ja, und jetzt letztendlich wieder zurück. Genau. Halt. Ich sehe gerade, die Ecke ist auch nicht ganz vollständig. Aber auf dem Eis ist man so schön schnell, das ist toll. So, Karte dahin. Ja, und hier der kleine Fleck, den wir jetzt gerade auf der Karte sehen, da unten links, das ist ja dann die spätere Ruine vielleicht, wenn wir dann Ruine hinsetzen. Bietet sich auf jeden Fall an. Würde ich mal behaupten. So eine richtig schöne kleine Ruine auf der Insel. Fühle ich schon. Okay, ja, auch wenn auf der Karte jetzt nicht sonderlich viel zu sehen ist. Einfach nur viel, viel, viel weiß. Man kennt sich ja schon. Okay, und die nächsten Karten werden auch nur weiß. Ja, es ist halt aber so. Solange hier jetzt noch keine Zivilisation ist, beziehungsweise der ganze Schnee hier. Färbt das natürlich alles sehr weiß, ist ja logisch. Gelb ist der Schnee jetzt nicht. Also es gibt jedenfalls keine Tiere, die den Schnee hier irgendwo gelb machen. Ich habe zumindest keine gesehen. Ach, du machst den Schnee gelb, ja? Meinst du? Na gut, das will ich aber sehen. Na, sehr schnell können wir uns vielleicht unsere Karte an die Festung hängen. Endlich! Was für ein Krampf. Rum. So, ja, gehen wir noch ein Stück. Und nochmal Nom. Na komm, tauschen wir mal eben die Karten. Ja, sehr schön. Ey, da ist sogar das Schiffswrack mit drauf. Das ist doch toll. Aha, jetzt muss ich noch irgendwie wieder zurückfinden. Hallo, lässt du mich zurück? Ja, weißt du mir den Weg, Schweinchen? Nee, tatsächlich weiß ich ja zum Glück, wo ich hin muss. Ach ja. Okay. Also wieder auf zur Festung, Karte hinhängen und Folge beenden. Mann, Mann, Mann. 1,5 Stunden hier schon wieder. Ja, so lange, wie wir jetzt auch mit der Karte wieder beschäftigt gewesen sind, das ist ja. Ach ja. Deswegen hatte ich auch wirklich überlegt, ob ich das dann vielleicht doch offscreen mache. Einfach damit ich euch nicht mit diesem
langweiligen Blödsinn belästigen muss. Aber hey, teilweise terraformen wir auch gemeinsam. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so das Aufregendste. Es gehört halt einfach dazu. Und so eine große Karte, die brauchen natürlich auch ein bisschen, um die, ja, zum Erstellen. Das ist ja im realen Leben natürlich auch so. Okay. Sehr schön. Los, komm, hoch da. Die Karte kommt jetzt hier rein. Da ist der Verhandlungsraum auch endlich abgeschlossen. Na komm. Nee, nicht runter. Meine ich, wissen Sie Nachricht da oben, der Verhandlungsraum. Okay. Ja, dann einmal. Genau, weg mit dem Zeug. Ich muss unsere wunderbare Karte hier hinhängen. Dann stelle ich fest, dass ich den größten Blödsinn gemacht habe, den man sich vorstellen kann, und dann raste ich aus. Genau. So. Nein, ausrasten tut hier keiner. Wir sind alle tiefen. Tiefen. Ach ja. Manchmal ist es auch hilfreich, da ein paar. Ein paar Item Frames hinzusetzen. Wie viele waren das? 20? Wo hatten wir das Leder? Hatten wir genug Leder? Es ist wieder total unnötig, dass ich jetzt auch noch ach, die Rahmen vergessen habe. Oh nö. 20 Rahmas. Wie viele haben wir hier? Mann. Ich will aber nicht. Das muss ich ja. Jetzt muss ich ja wieder so vielen Kühen ans Leder. Habe ich unten im Lager noch Leder? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann muss ich nicht ganz so viele Kühe auf dem Gewissen haben. Das würde nämlich dann jetzt tatsächlich bedeuten, dass ich hier reinfalle. Dass wir es doch nicht mehr fertig kriegen in dieser Folge. Weil ich aber kein Leder habe. Nein, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Wir brauchen Leder. Wir haben doch bestimmt Leder. Ich brauche doch nur 20 Leder. Bitte. Und das Dorf ist leer. Oh Mann. Kein Dorfbewohner mehr. Mau. Ja, ich weiß auch echt nach wie vor nicht, wo die alle hinlaufen immer. So, Leder. Oh. Ja, 1,4. Wir haben noch. Ist das schön. Haben wir noch Stöcken? Okay, die Stöcke können sind natürlich ein bisschen Mangelware. Dann basteln wir uns einfach mal ein paar Stöckis. So. Okay. Wir brauchen noch ein paar mehr Stöcker. Hoch damit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naja. Nee, komm, so viel brauchen wir jetzt nicht. Einmal ein paar Stöcke, bitte. Dann kann das meinetwegen weg. So. Dankeschön. Jetzt brauchen wir noch vier. Ich habe doch gerade irgendwas wieder aufgesammelt, ne, damals. Okay. Genau, ein paar Stöcker. Dankeschön. Die letzten Rahmen. So. Die letzten Stöcker kann man hier natürlich dann wieder reintun.
Und dann nehme ich mir die kleine Raststätte mit. Dankeschön. So. Wir dürfen wieder mit Stroh schlafen. Ja. Wurde mal Zeit. Ich bin so selten hier unten. Ha, gute Nacht. Sehr gut. Ich muss ja noch dazu sagen, ich hatte ursprünglich sogar überlegt, ob ich den Dachboden auch noch komplett ausbaue in dieser Folge. Also die letzten, keine Ahnung, wie viele Blöcke waren das da oben? Drei in der Höhe, aber nur in der Mitte, oder waren das sogar vier? Ja, aber auch nur drei in der Breite. Also da kann man ja sowieso nicht so viel einrichten. Das hatte ich eigentlich ursprünglich auch überlegt, ob ich das in dieser Folge noch mache, aber wie es scheint, sollte ich davon eher absehen. Ach. Die Kartenerstellung war ja schon total unnötig. Okay. Ja, aber ich wollte halt denken, ja, den Verhandlungsraum eigentlich ganz gerne mit euch zusammen fertig machen. Vermutlich ist das jetzt wirklich der ausschlaggebende Grund, warum ich das nicht offscreen gemacht habe. So, zumachen. Dann einmal die wunderbaren Bilderrahmen hier. Oder nicht Bilderrahmen, sondern allgemeine Rahmen. Da oben die letzten fünf. So. Und jetzt aber Karte. Eine hier. Eine da. Ist das das Villager-Dorf? Ja. Das ist echt für dich dran, ne? Na gut, dicht. Würde ich das jetzt nicht unbedingt nahe bezeichnen, aber ja doch, eigentlich ist es schon relativ dicht. Ja, wenn man sich das jetzt so anguckt. Na komm. Und die ist natürlich auch nochmal. Wunderbar, eine Karte da oben. Eine hier. Eine dort. Eine da. Und eine hier. Wunderbar. Da ist der Imker. Die Schützengilde. Der Steinbruch. Ja, die Farm. Das Dorf, was ja schon ein bisschen seltsam aussieht, das müsste der Friedhof sein. Das Torhaus, hier ist dann der Weg nach oben und hier ist die Festung. Und das ist der Aussichtsturm. Ja, genau, hier ist die Festung. Also, der Bergfried ist zum Glück überhaupt nicht groß. Ja, okay. Da haben wir die Kirche. Wunderbar, wir haben es geschafft. Wir haben eine richtig schöne, dicke, fette Karte jetzt hier stehen. Oder hängen. Die passt da auch meiner Meinung nach richtig gut hin, eigentlich. Das kann man natürlich noch überlegen, ob man das Ding noch umrahmt mit Falltüren, aber ich glaube. Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde das so lassen, wie es jetzt ist. Okay. Ja, sehr schön. Also. Och, endlich abgeschlossen. Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger gedauert hat, hoffe ich trotzdem, dass sie euch gefallen hat. Ja, der Verhandlungsraum ist jetzt soweit fertig. Jetzt fehlt natürlich noch die Geschichte oben unterm Dach. Dafür haben wir ja schon mal ein bisschen was vorbereitet. Da fehlt jetzt natürlich noch die Eisentür und das Gemälde davor. Und dann richten wir den ganzen Spaß da oben ein. Da kommt aber nicht viel rein. Also das wird innerhalb von 10 Minuten auch fertig sein. Das ist dann was für die nächste Folge. Gut. Dann hoffe ich, wie gesagt, auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat, auch wenn sie etwas länger war. Euch gefällt vielleicht auch der Verhandlungsraum. Wer weiß das schon so genau? Ich weiß es nicht. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.